So, gerade noch die Kündigung rausgelassen für diesen Monat. Und jetzt schauen wir mal, was heute noch so geht. Der Luca schenkt mir da noch etwas, hat er gesagt. Neue Teile zu kleinen Preisen. Oh nein, weh, Schutzblech. Aber geil, aber Patina. Patina. Ultra geil. Nein, Tina hat kein Schutzblech. Wenn du jetzt okay. Den Gepäckträger wegmachst und einen anderen Lenker drauf, dann bin ich dabei. Also, wir laden aus. Wieso? Wir wollten doch eigentlich heute was anderes machen. Ja, aber der Luca ist invalid. Was hast du? Rücken! Rücken! Schabrücken! Alter, das Auto ist ja auch verrucht, Mann, da innen. Das Ding geht mega ab. Also in Deutschland brauchst du dafür einen Waffenschein. Ich hat da einen Fuß Swingfeder montiert. Ach nee, also, das ist eine Kupplungsfeder, echt drin, Digga? Jetzt komm mal her, hier! Na, auslade jetzt! Okay, und dann fangen wir das Video an. Okay. Als ob du so viel Pflegeprodukte für dein Auto brauchst. Das ist immer dreckig. Kauf dich mal einen Bus, Junge. Okay, hab's. Läuft das Ding? Ich find's auch gut, dass der Lenker festgezogen wurde. Pompeius, wir fangen an jetzt. Wir müssen arbeiten. Jetzt aber rein hier. Alle mal rein hier. Wir müssen jetzt mal ganz nach oben, denn da stehen ein paar Mofas. Wir wollen in diesem Video ein bisschen was vorbereiten. Und was? Das seht ihr, wenn ihr das Mofa seht, welches wir dafür brauchen. Es riecht hier auch immer so massiv nach Holz. Ich weiß nicht warum. So. Wann starten wir eigentlich unsere Band? Ich habe extra Gesangsunterricht genommen. Gut, wir bleiben bei Mofas. Oh, jetzt hat er sich ja verstanden. Elias? Du weißt, ich habe eine Waffe. Hör mal auf zu filmen hier. Film mal auf die ganzen Mofas, die hier stehen am besten. Freut sich Marc. Da ist das gute Stück. Oh, da kommen Erinnerungen hoch. Da kommt mit Bock über, Mann. Ihr wisst, was das heißt, Leute. Die Roadtrip-Mofas werden wieder frisch gemacht. Es geht bald wieder los. Wir müssen raus, wir müssen ans Meer, wir müssen an die Sonne, wir müssen auf die Mofas. Heute machen wir die Mofas parat für unseren nächsten großen Roadtrip. Ihr wisst ja, wir waren letztes Jahr zusammen am Meer. Wir sind durchgefahren, 5 Tage lang Mofa-Roadtrip bis ans Meer runter nach Italien. Alter, guck dir das an. Ist das geil. Und auch dieses Mal wollen wir es wieder wissen. Ich bleib hier beim guten alten Gustav, aber ich habe gehört, Elias hat sich da was anderes angelacht. Ich meine, verständlicherweise, das ist viel Problem mit deiner Ciao letztes Mal. Schauen wir uns alles in diesem Video an. Wir machen jedes Mofa separat startklar, um dann auch schon sehr bald loszufahren. Ich nehme jetzt hier mal meine Perle schon mit. Ich denke, allzu viel müssen wir hier nicht machen. Die lief ja bis zum Schluss. Oh, jetzt wird's aber eng hier, ne? Ich seh's du, ne, gell? Nee, jetzt... Tschö. Helf mal kurz. Die haben uns hier eingetankt. Überall diese Lochtanks im Weg. Wahrscheinlich in deine hohen Tasche, dass die so voll sind. Da würde ich noch meine Klamotten drin vom letzten Roadtrip. Roger, passt du auch noch rein? Auch eine Winterscheibe, bitte. Schau schon, ob wir Benzinflecken haben. Sonst werden wir wieder zusammengeschissen. Ich würde mal behaupten, das ist das Langstrecken-Mofa schlechthin. War schon sehr viel unterwegs, zuletzt eben mit uns am Meer. Die Schaltung hat ein bisschen gehakt, aber das wurde nachgestellt, soweit ich das mitbekommen habe. Das wissen wir dann spätestens, wenn wir losfahren. Wenn wir da sind. Da gibt es nicht viel zu machen. Service, vielleicht mal Öl noch prüfen. Ich unbedingt, schnell eine kleine Service machen. Genau, und dann sind wir eigentlich schon parat. Ich denke, das ist auch der Grund, warum wir mit diesem Mofa hier anfangen im Video. Weil was der Marvin noch nicht weiß, er wird noch da ein kleines Zubehör-Gadget überholen. Nein! Warm, klar. Nein! Ich zieh keinen Anhänger. So ungefähr. Ich zieh keinen Anhänger. Oh, das ist eine geile Nummer, das ist ein Holländer, der braucht einen Wohnwagen. Ich war letztes Jahr schon so beladen, jeder hat sein Gepäck bei mir drauf geworfen. Darum haben wir gedacht, dass du nicht zu viel musst auf dem Hobel drauf haben. Und schon da ja auch noch ein Gadget über. Wieso war mir klar, dass wieder mein Hobel jetzt noch mehr beladen wird? Erstens ist nicht dein Hobel und zweitens hast du gesagt, dass ich der Lastesel. Ja, aber guck mal, Alter. Was soll das? Jo, wir machen weiter, oder? Sollen wir den nicht erst fit machen? Oder willst du die erstmal alle holen? Nein, stell ihn einfach mal da hin. Du hast sozusagen fit, hast du gesagt. Ja, nur Öl muss rein. Ja, sag's mal um Krigi. Okay, Krigi macht da mal noch irgendwann Öl rein. Das nächste ist ja eine andere altbekannte Perle. Also die Perle schlechthin, würde ich sozusagen sagen. Wir haben fast kein schöneres Mofa im Fuhrpark. Roger hat sich entschieden. Never touch a running system. Absolutes High-End-Mofa. Wunderschöne Maxi N. Urin-Version. Urin-Version. Alter, Roger, der sieht ja noch schlimmer aus wie der. Das ist wie so ein fucking Mordzocker. Hast du die auch aus dem See rausgefischt oder einfach was? Kein Liebi. Es sieht super wild aus, wird nie gewartet, aber ist einfach sau zuverlässig. Roger meinte da ab und zu mal drauf urinieren und das Ding läuft. Das ist Ed Blue sozusagen.
at yellow. At yellow. Deswegen auch hier wird ein kleiner Rouge-Service gemacht und dann ist der Hobel eigentlich parat. Oh, jetzt werden wir fast überfahren. Jetzt kommt schon wieder einer hier. Neue heiße Ware. Roger meinte eben, Fremdurin sei noch ein bisschen besser. Oh, das passiert damit. Aber noch das Beste für mein Baby. He? Ist immer so sparsam. Hey, der läuft wieder 1000 Kilometer. Mal schauen. Ja, der nächste Hobel parat für den Roadtrip. Jetzt ist noch die Sache, Elias, mit welchem Hobel fährst denn du? Die Blase, Baby. Obwohl sich Ciao ja echt gut bewährt hat hier auf dem Trip nach Italien, aber relativ ohne Probleme habe ich mich jetzt doch dagegen entschieden. Haben wir ja da so eine wunderschöne Die Blase zugelegt. Die ist jetzt sogar eingelöst, beziehungsweise ist jetzt parat zum Einlösen. Müssen wir heute machen. Gehen wir gerade noch aufs Straßenverkehrsamt. Aber habe ich da gerade eben gehört, du hast gesagt, die Ciao ist problemlos nach Italien gekommen? Sozusagen problemlos. Kann ich unterschreiben. Marvin, kannst du mal Arbeit drücken und dann auch schon mal trampen? Und könnte man mal leicht nachspannen. Also wir machen jetzt nur Kennzeichen holen, oder was? Yes. Und da hätte mal 1.200.000 Lire gekauft. Freunde, kurze Info noch für euch. Ihr kriegt es vielleicht mit, ich bin nicht mehr ganz so oft in den Videos zu sehen, aber ganz werdet ihr mich nicht los, auch wenn ihr es gehofft hättet. Ich bin aktuell etwas weniger in den Videos zu sehen, da ich mich auf meine eigenen Sachen viel fokussieren muss. Aber ich habe einen guten Deal gemacht. Ich darf bei den coolen Sachen immer noch vorbeischauen. Und deswegen werdet ihr ja, dieses Trio, dieses Duo, wie auch immer, nicht verlieren. Also keine Angst, wir sehen uns hier nach wie vor. Und ich freue mich auf die nächsten Projekte, die wir hier noch zusammen auf dem Channel machen dürfen. Du bist ja der einzige Deal, der es geschafft hat, einen guten Deal zu machen beim Ofen. Ich wollte gerade sagen, ich habe lange verhandeln müssen. Mit dem Diblas ist geil gewesen. Ja? Okay, Dexter hat alle mega Freude gehabt und so Fütterli gemacht. Schauen wir doch alles. Also, wo soll ich ihn hier packen? Weiter. Oha, wie weit denn noch? Also, ich gehe rein, hoffe, dass alles klappt mit der Versicherung, holt die Nummer. Ich weiß nicht, ob wir da den besten Ruf haben da drin. Die sehen bestimmt die Videos. Ja, probieren es. Hallo, hi, Liebe geht raus. Grüße gehen raus. Sie schauen wirklich die Videos. Fühl ich. Ja, könnte noch ein Minütchen gehen, wa? Weil? 3,66, wir sind jetzt bei 55. Was? Digga, da bin ich ja schneller, wenn ich das Ding in Deutschland zulasse und wieder herfahre. 310 Leute vor dir? Nein. 11 Leute. 10. Aber bei 3,55. Digga. Yes. Hat ja auch gar nicht lang gedauert. Ja, nein, das... Was ist das denn? Das ist Vordach für die Blase. Aber Elias, jetzt mal ernsthaft, wie wirst du das da festmachen? Das ist jetzt, ja. Sega. Ich wäre ja Fan für so. Da kannst du nicht mehr zusammen. Na, hör auf, das verlierst du. Was mir gerade um Brust rum. Was denken die Leute hier vom Ja, was soll ich machen, Mann? Ja, perfekt. Ja, so geht's ja. So, erste Fahrt auf öffentlichen Straßen für deine neue Die Blasi. Kennzeichen ist am Start. Los geht's. Ja, Bock. So long, Suckers. Ist das geil. Hallo, ich hätte gern einen Cheeseburger und ein Happy Meal für Elias. Danke. Komm auf, schnell! Sieht sehr bequem aus und läuft anscheinend auch echt zuverlässig. Geil. Wir sind gut angekommen, Freunde. Absolut problemlos, frisch eingelöst. Roadtrip ist eigentlich schon gesaved für dich. Jetzt geht es eigentlich nur noch um den Fredbrot. Unseren guten alten Freddy nehmen wir natürlich auch wieder mit. Das ist die Frage. Nehme ich noch die Zündkerze kurz raus vorher oder nicht? Also der Rigobert hat ja eine 74er verbaut, vielleicht mache ich mal eine 76er rein. Er hat sich entschieden, wieder mit seinem äußerst geeigneten Mofa auf diesen Roadtrip zu gehen. Letztes Mal hat es ihm die Gabel verbogen, die ist jetzt verstärkt. Und wir versuchen jetzt auch mal sein Hobel ein bisschen fit zu machen, damit er diesen Roadtrip mit uns mitfahren kann. Wo steht das? Im Räumli hat zwei, drei Sachen, die noch gesagt hat, wenn wir machen. Wie es ist Schutzblech hat einen riesen Riss. Kannst du eine Linie durch, mach die Türen auf. Juhu! Hallo, mein Freund! Liebe Leute, es ist wirklich gebig. Das ist einfach der hinterste Hobel ist. Alter, was ist das denn für ein steiler Hobel? Voll geil! Sieht aus wie das Mofa von Austin Powers. Das trifft es recht gut. Gell? Ja gut, dann nehmen wir das Ding mal raus. Oh shit, das ist wirklich gebig. Warte, so, wo geht der Ständer rufen? Diese Bremse macht mich immer noch fertig hier, Alter. Jo, aber da hinten? Einmal. Oh shit! Dreimal. Warum?
Beim Sieg ist ja der Kriegel, der ist ja ein Blechgut. Ich glaube, bei dem gehen wir am besten vorbei. Und was vielleicht dann auch wieder ein bisschen nachlackieren. Genau, das schade. Nachlackieren. Ist wieder der Einzige, was wir drauf machen. War ja klar. Vielleicht urinieren wir einfach auf dieses Schutzblech noch drauf. Dann ist das wieder ganz. Freunde, ihr habt es gesehen, die Mofas stehen parat, mehr oder weniger. Hier noch ein kleiner Service, bei Freddy noch ein bisschen Ritzel- und Schutzblech-Action. Aber das alles bekommen wir easy hin, bis es losgeht mit unserem Roadtrip. Wann ist es soweit? Nächsten Monat schon, ne? August, genau, ne? Wir wissen noch nicht mal, wohin. Sagt mal in die Kommentare, wo wollt ihr uns sehen? Eine Woche haben wir Zeit? Eine Woche, sieben Tage. Ja, dann schreibt doch mal, wo könnten wir in den 7 Tagen hin? Das letzte Mal ging es nach Savona. Das war schon ein kranker Roadtrip, aber wir sind offen für jegliche Schandtaten. Mallorca. Ballermann! Alter, wie geil wäre das? Was sagen wir jetzt noch? Das war's schon wieder. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Abonniert den Channel. Bis dahin, macht es gut, habt eine schöne Zeit. Und tschüss. Jetzt sehe ich schon wieder Roadtrip beendet, Mann. Ja, auf mein Gepäck. Das wär's. Aber ganz ehrlich, kostet teuer Geld, wenn ich abschließen muss. Das weißt du, ne? Ist nicht mal deiner. Ja, trotzdem, Geld ist Geld. Geld.